Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ich habe schon mal losgespielt, weil das letzte Mal, als wir aufgehört haben, wussten wir ja nicht, wo wir hin müssen und was wir machen müssen. Und ich gedacht, ich spiele jetzt erstmal, vielleicht finde ich was raus. Ich habe was rausgefunden und zwar konnte ich diesen Papagei hier wieder mitnehmen. Was mir das bringt, weiß ich allerdings nicht. Aber das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Die hat auf jeden Fall gesagt, dass dieser Vogel so viele Geschichten kennt und das ist voll deprimierend und so. Also ich denke, ich muss dem irgendjemanden geben, damit der dann deprimiert wird. Das Einzige, wo ich jetzt noch was machen, wo ich vorwärts kommen müsste, wäre die Post. Dann ich gehen will wir das mal nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Dann gehen wir hoch. Die muss ich nicht kreuzen. So, war vorhersehbar, dass das wieder nichts bringt. Da müsste ja irgendwo eine Stange sein oder so, wo ich sage, da kann er sich dann hinsetzen. Wir müssen nach wie vor, was müssen wir denn eigentlich machen? Wir müssen zum Tresorraum kommen. Der Tresorraum ist, glaube ich, hier hinten und wir können da ja, er zeigt mir das ja nicht mal als Weg an, also glaube ich. Fehler. Dann halt nicht. Also stimmt das wahrscheinlich nicht. Hi. Bitte nennen. Darf ich in den Tresorraum? Du hast so eine Fable für Knickerfolie. Knickerfolie ist noch so ein Ding, aber ich habe keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Ach, das ist schon wieder alles so großartig, Leute. Was habe ich noch im Inventar? Dartpfeil. Luftballons. Den Espresso. Ich habe den Katzen das Narkotikum gegeben. Narkotikum gegeben und dann waren die ja voll müde. Vielleicht kann ich denen auch Espresso geben und dann sind die voll wach. Weil, dass sie voll müde sind, hat ja überhaupt nichts gebracht. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Ah, okay, das... Ja gut, da kann ich quasi ändern, wie schnell, wie langsam. Wie entspannt sie... Was soll das bringen? Es läuft hier auch gar nichts, da ist ja... Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Kann man irgendwas kombinieren? Oder... Ah! Goldrick... Sein Schade. Man weißt was? Ich probiere das jetzt alles mal durch. Das muss nicht. Gold trinkt die Wünsche offenbar. Oh. Mit leeren. Niemals. Und Toni. Ah! Ich bin tödlich. Was war das? Wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift. Geheimagent. Was war das jetzt? Wo ist der jetzt? Präparierter Dartpfeil. Fehlt nur noch das Blasrohr. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Sehr schön. So. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Ich will es auch nicht verschicken. Ich will den betäuben. Es ist ja ein Roboter. Wie sollte ich den betäuben? Aber nein. Es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Okay, da müssen wir mal gucken. Wen betäuben wir jetzt damit? Lotti? Nee, warum Lotti? Aber... Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Da ist bloß der Ding, der pennt ja eh schon. Da ist auch niemand drin. Krankenstation haben wir noch. Ja, der macht auch keinen Sinn. Das muss schon Gizmo... Witzig, ich habe genauso ein Ding vorhin... Die Tussi aus dem Laden. Kann ich vielleicht mit ihr noch irgendwas machen? Aber nein, es gibt Leute... Kann ich hier nochmal ein Espresso? Nee, Quatsch. Ah, wobei. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber natürlich ich behalte nicht. Das mal als Plan B im Hinterkopf. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Wo ist denn der überhaupt? Okay, Gizmo ist nicht da. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung.
Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse telefonieren. Pass auf. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Sehr schön. Was bringt das? Hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal? Ich weiß halt nicht, was es bringt. Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Ah, deswegen. Okay, dann gehen wir wieder zu dem Telefonisten. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hallo. Ach, du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Darf ich jetzt... Was? Die brauche ich... Also, na... Was war das mit den Tonnen? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnet... Ist das nicht... Ja. Wirst du nicht mein... Naja, heute ist schon mehr los als... Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der Endlosgespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ah, okay. Okay, das heißt, ich muss noch eine Leitung besetzen. Aber wo sollte denn noch? Beim Bürgermeister im Büro? Gibt's Gegensprechanlage? Nächster bitte! Nächster bitte! Eines der wenigen Fernsprecher. Warum bezahlen wir über... Ich weiß schon. Noch ein Telefon. Hat's bei ihr ein Telefon? Haben wir immer noch die Gutscheine. Ich kann sie anscheinend betäuben. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Was heißt das? Weil ich zu nah dran bin, oder? Bei ihr kann ich auf jeden Fall noch Fenster. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Au! Was zum... Ein Dach... Wie sollst du darauf kommen? Also. Unter 2 Stunden. Und? Ja, das ist ja perfekt. Jetzt kann ich da die Butze ausräumen, oder was? Was rege ich mich eigentlich so auf? Aber die schläft nicht, die ist nur entspannt. Es bringt ja auch wieder nichts. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch. Okay. Kram, Mühle. Coupons. Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Okay, also bei ihr kann ich die anscheinend dann ja nicht verwenden. Weil... Was sind das für Coupons? Das hat die mir am Anfang gesagt, ich weiß es nicht mehr. Coupons. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Wieso Bleigewichte? Kann ich die hier einlösen, oder? Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist
korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Okay. Was? Ich hab gedacht, jetzt ist hier oben vielleicht Platz. Und dann kann ich den Papagei reintun oder so. Ich habe noch mehr Gutscheine, oder? Ja, muss vielleicht mehr Pakete schicken. Ist da jetzt eine weniger wieder? Nee, das bringt nichts. Dann muss ich vielleicht hier... Also die Katze ist ganz langsam. Ah, dass er vielleicht denkt, aha, die Katzen sind müde. Und muss die dann austauschen. Aber warum macht er das nicht? Die sind ja schon müde. Es kann ja jetzt nicht sein, dass ich das jetzt einfach 100-mal machen muss, oder? Aber mir kam es jetzt schon länger vor. Narkotikum habe ich noch. Kann ich ihr das nochmal geben? Wird sie vielleicht noch müder? Naja, wir wollen es mal. Nee. Bei ihr auch nicht, oder? Naja, wir wollen. Machen wir es noch einmal. Schauen wir mal, ob sich irgendwas ändert. Aber. Ja, überlege auch, ob es vielleicht noch eine andere Katzen. Also noch irgendwo. Die wird schon langsamer, oder? Die Gutscheine habe ich ja genug. Kann ich hier oben irgendwas? Nein, hier auch nicht. Katze? Eine weitere Katzenklappe gibt's nicht. Also das letzte Mal jetzt. Gutscheine aus Tonis Laden. Nee, das war genauso wie davor. Okay, das ist es also nicht. Der, hinter ihm ist so ein... Hinter ihm ist so ein Aufkleber, das ist... Taube aus. Was ist denn das? Ach, Gott, das hier nicht, blick's nicht. Tauben oben anders sein müssen. Rufus hat die Antimaschine mit. Er schickt der eine aus dem leichten... Ach, da kann ich auch nichts mehr machen. Er schickt eine aus dem leichten Verschlag. Ich verzweifle, Leute. Ich. Wirklich, dieses Spiel macht mich verrückt. Kartoschen. Ach, Kartoschen. Was müssen wir tun? Vielleicht dürfen nicht beide müde sein. Nimm du mal den Espresso. Wir probieren jetzt mal einfach mal durch und schauen, ob sich da irgendwas ändert. Ich weiß es nicht. Was? So, da lief es jetzt. Deswegen läuft's. Ah, jetzt hat sie bloß ein Ding hingeklebt, oder? Frankierung wird gescannt. Da waren vorher zwei so Aufkleber dran. Ah. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Oh. Sand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen. Errungenschaft freigeschalten, unterfrankiert. So, dann weckt mal die andere auch auf. Aber jetzt sind sie halt so, wie sie am Anfang waren. Was würde denn das dann bringen, dass ich die narkotisiere? Jetzt frankiert es wieder normal. Jetzt müsste alles wieder passen. Okay, jetzt können wir ihr noch das Narkotikum geben und die andere wach lassen. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Jetzt ist es wieder unterfrankiert. Ne, jetzt ist es überfrankiert. Frankierung. Fehler. Das Paket ist überfrankiert. Mit Frankierungsstufe. Was sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter? Mit Knickerfolie. Startet. Knick. He he. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Und jetzt? Oh mein Gott. Ich muss irgendwie wahrscheinlich an dieses Paket rankommen. Aber wie soll ich da jetzt rankommen? Ich weiß es nicht. Also meine Idee wäre jetzt, wir konnten ja hier das Erdmagnetfeld ändern. Dann konnten wir diese Tauben quasi tauschen. Und dann sagt man, da kommt jetzt eine schwache Taube rein und die kann das
Paket dann nicht tragen und lässt es fallen. Aber ich kann hier nichts mehr ändern und die Taube lässt es ja nicht fallen. Was mir jetzt gerade einfällt, mir hat irgendwo einer kommentiert, dass da irgendwas mit diesem Radioturm nicht stimmt. Ich suche das Kommentar mal schnell raus. Aber ich finde es nicht mehr. Vielleicht hat er mir das auch bei Insta geschrieben oder so. Irgendwo hat mir irgendjemand was geschrieben, dass ich bei dem Radioturm aufpassen soll, weil man im Nachhinein irgendwas nicht mehr ändern kann. Mir kommt es nämlich gerade so vor, als würde da irgendwas nicht stimmen. Man hat ja diese Tauben für 3 Gewichte, da sind ja sogar 2 drin, weil die wahrscheinlich zu zweit fliegen, so eine fette. Dass vielleicht da eine Taube rein müsste mit einem kleinen. Eine kleine Taube halt. Aber ich kann hier nichts mehr machen. Lieber nicht. Muss schnell nachschauen, ob ich da irgendwas im Internet finde. Weil das. Also ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut und es ist tatsächlich so, es müsste in der Mitte hier nur ein Balken sein. Und dann würde die Taube abstürzen. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich kann hier aber nichts mehr machen. Das Rätsel habe ich aber auch übersprungen, also warum ist das falsch? Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Ja, das ist geil. Jetzt muss ich quasi nachgucken, was ein Bug ist, ob ich da irgendwas machen kann. Das wäre jetzt schon das zweite Spiel, das ich beenden muss wegen irgendeinem scheiß Bug. Das kann doch nicht denn ihr Ernst sein, oder? Das Spiel ist ja auch nicht von gestern. Also das ist ja ein paar Jahre alt. Okay, es handelt sich dabei anscheinend um einen bekannten Fehler, habe ich gerade gelesen. Man kann Safe Game runterladen, was quasi nach diesem Rätsel ist. Ich weiß nicht, wie viel später. Ich werde jetzt mal dieses Safe Game downloaden und dann müssen wir halt schauen. Ich hoffe, dass uns da jetzt nicht allzu viel verloren geht. Ist auf jeden Fall natürlich. Daumen hoch, Eponiamaha, Daumen hoch. Ist anscheinend aber auch nur bei der Steam-Version, warum auch immer. Ich habe jetzt ein Safe-Game gefunden von 2015. Das habe ich jetzt runtergeladen, installiert und ja, jetzt stehe ich da oben. Der Postbote fährt da über diese Knickerfolie. Ich weiß leider nicht, was dazwischen passiert ist. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Kann ich euch leider nicht sagen. Achtet da bitte drauf. Ihr könnt dieses Magnetfeld anscheinend nur einmal ändern. In der Steam-Version. Ja, wie gesagt, also ein Bug, schön und gut. Nach, weiß ich nicht, das Spiel ist jetzt 8 Jahre alt, finde ich es eine bodenlose Frechheit, das nicht behoben zu haben. Wie gesagt, ich habe das Safe Game, wir können weiterspielen. Ansonsten, ich hätte das jetzt nicht alles nochmal gemacht, von dem her freuen wir uns drüber. Aber was da jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Katze. Und dieser Vogel da oben ist weg, aber den habe ich nicht. Ja, ist jetzt echt blöd, weil wir halt eben nicht wissen, was passiert ist. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus, komm schon. Deine Liebe ist größte. Cletus, Cletus. Dum, dum, dum. Rufus ist der größte. Rufus. Da da da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-da, man nennt Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Na, da ist er. Hey, Moment mal. Name ist. Das sieht aber nicht so freundlich aus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise. Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Oh, netter Typ. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Du sollst mir einfach nur antworten, Freundchen. Ich bin an Bord des Organonkreuzers verloren. Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium. Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts.
Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Oh. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Wie ist es? Auf jeden Fall. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine... Ah, hahaha. Einmal. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Glaubst du dem doch nicht, oder? Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. So. So, dann beenden wir die heutige Folge. Das war sehr ärgerlich. Hab mich sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr enttäuschend sowas. Solltet ihr das Spiel aber auch spielen. Ein paar Leute haben mir schon geschrieben, dass sie sich das Spiel jetzt auch geholt haben. Und ihr solltet zu dem gleichen Problem kommen, dann wisst ihr jetzt, was ihr tun könnt. Es gibt dann einfach eingeben, Safe Game 11, Eponia, könnt ihr runterladen, installieren und dann könnt ihr eben da weitermachen. Ist halt schade, weil wir jetzt eben nicht wissen, was dazwischen passiert ist. Ich denke mal, dass es aber nicht viel war. Wahrscheinlich ist die Taube abgestürzt, Knisterfolie, der fährt darüber. Ja, ich konnte dann hier unten aus der Klappe wahrscheinlich die Katze rausnehmen. Bin da hochgegangen. Der Vogel ist weg, das verstehe ich nicht. Und ob vielleicht in irgendeinem anderen Raum irgendwas passiert ist, keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir können weiterspielen, das ist schon mal sehr gut, weil ich musste schon ein Spiel wegen einem Bug beenden und ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, das wieder zu tun. Genau, nächstes Mal machen wir weiter, dann kommen wir zum Rostroten Meer. Bis dahin, eine schöne Zeit.